So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Carbon. Aufnahmeprogramm lädt und lädt und jetzt habt ihr bewegte Bilder. Jetzt geht's weiter. Wir schauen nochmal in Tuning Leistung rein. Wir haben ja im letzten Part, ja, das Profi-Pack braucht man nicht, aber hier Reifen-Profi-Pack bringt nochmal Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit. Passt. Bremsen haben auch, tun auch noch mal. Und damit passt die Sache sogar. Geld haben wir ja eh im Überfluss zurzeit. Und das heißt, wir fahren jetzt hier mal weiter Races. Was gibt's denn hier? Ach genau, schauen wir erstmal, dass wir hier oben den Sprint hier gewinnen. Denn dann haben wir das nächste Territorium erobert. Ist das so viel Arbeit für die Entwickler, dass sie da nicht einfach mal, dass sie da einfach mal ein neues Gesicht mit einfügen? Weil da immer die gleiche Tussi. Das ist doch jetzt kein Aufwand, dass du da mal 4, 5, 6 verschiedene oder so nimmst. Aber scheinbar ja schon. Ich reg mich schon wieder über Kleinigkeiten auf. Ja gut, muss ich, weil das Spiel an sich perfekt eigentlich ist. Bis auf die krassen Cops. Haben wir in den letzten Folgen gemerkt, dass mich das ganz schön stresst. Einfach weiter. Keine Sorge, mein Freund, meine Freundin. Ich bin ja so cool. Das Auto fährt schon super, kann man vielleicht nichts sagen. Insofern, Anfang ist es ja wirklich gelungenes Auto. Solange ich dich in meinem Team hab, Mädel, wird es schwer, dass ich Erster selber werde. Hast du eine Begründung für den Bremser? Oder eher nicht? Ich denke mal nicht. Hahaha, ich gewinne mal ein Rennen. Gehst du weg? Oh. So, ich muss auch mal wieder gewinnen. Jo, Felgenpack. Porsche Cayman S. Hätte der nicht ein bisschen früher kommen können? Naja, wir fahren trotzdem erstmal noch ein paar Rennen. Den Sprint fahren wir noch. Wir kaufen uns den Cayman in der heutigen Folge auf jeden Fall noch. Ich mache jetzt halt immer den perfekten Start. Ich gebe einfach nur Vollgas, aber der dreht nicht so hoch. Der bleibt auch perfekt. Neustart. Schau, ich gehe jetzt hier vor. Ach so, jetzt geht's nicht mehr. Ja, aber trotzdem perfekt Start. Weil wir es können, weil wir es können, Leute. Nitro. Nitro, immer nur Nitro geben.
Tailman hat da gesagt, er fährt Folgetune 400 oder so. Habe ich das richtig in Erinnerung? Gut, dass wir uns den Mustang nicht gekauft haben, weil dann hätten wir uns jetzt halt gescheit den Arsch gebissen. Na gut, nach dem Rennen dürfen wir erstmal die Cops wieder fahren. Aber wenn die schon eine Durchsage machen, dass sie uns gesichtet haben. Ah. Oder schauen, dass die sich nicht so krass verbremst. Da rechts wäre eine richtig dicke Abkürzung gewesen. Die hier. Warum zur Hölle sind die so verdammt schnell? Oh, das war scheiße. Ja, ich weiß. Zahnbelag habe ich voll drauf. Na gut, das Rennen haben wir gewonnen, passt. Also, die hatten mal wieder gewonnen. Neu freigeschaltet, Turbo Stufe 2, Straßenpack. Klar, verteidigen wir alles. Nicht vor Soro. Das ist einfach nur dermaßen die geile Strecke. Muss man schon sagen. Die ist mir zu schnell. Was fällt denn die überhaupt für eine Kiste? Was ist denn das? Weiß das gar nicht. Ja, wir gewinnen mal wieder selber. Nein, natürlich bin ich nicht. Mist. Nee, nicht zum Unterschlupf. Weltkarte. Das Massenrennen haben wir ja immer noch nicht gemacht. Oh Gott. Und da ist der Cayman S. Kostet halt auch 75.000. Prämienkarte 5 Wagen. Durch Beenden von Erwerb im Karrieremodus. Okay, Friend. LP. Siehst du? Die Prämie kann kriegst du auch, wenn du deine Autos nicht hast. Wenn du sie schon mal hattest, zählt es trotzdem. Unterschlupf. Tuning. Warenkorb ist leer. Ja, es war auch keine Absicht. Leistung. Also machen wir erstmal Motor. Ach scheiße, den können wir noch gar nicht reinmachen. Profi-Pack. Fahrwerk Profi-Pack. Nitro, nein. Rennpack. Reifen Profi-Pack. Bremsen Profi. Und Turbo
Haben wir noch gar nicht. Schau mal, wo gibt's denn einen Turbo? Schlappen 60.000. Jetzt schauen wir erstmal, wo kriegen wir Motor, Profi, Nitro und Reifen. Candy, Lack. Turbo Stufe 2 Profi gibt's hier. Auspuff. Wir brauchen Motor noch. Scheibenfolienpack wahrscheinlich. Fahrwerk. Motorhaube. Tribals. Karosserie-Kits. Karosserie. Vinyls. Massenrennen kriegen wir nicht. Rundkurs. Spoiler-Paket 1. Getriebestufe 1 Profi. Ja, wir haben ja schon Stufe 2, oder? Ja, gut. Wir, würde ich sagen, tunen jetzt halt erstmal die Kiste Autos gut. Oder wartet mal. Wo gibt's denn Felgen? Nitro und Reifen braucht man nicht. Es gab doch irgendwo was. Candy Luck. Ist mir sowas von egal. Eigentlich. Auspuffblenden. Ach, fahren wir's mal. Testen wir erstmal das Auto. Dann sollte das ja auch klar gehen. Ich bin Hester. Das hat man ja noch nie. Wir sind immer noch Hester, wie cool. Achtung, alle Einheiten. Mögliches Code-6-Fahrzeug wurde zuletzt. Ihr habt ja eh gesagt, wir sollen das fahren, weil das Geld wir, weil wir das Geld brauchen werden. Danke. Warum hängt der da? Fragt es dich mal, weil du schon wieder einfach nur abgebremst hast. Das hab ich gewonnen. Fuck, ich wollte eigentlich auf die Weltkarte. Also hier unten gibt's nichts wirklich Sinnvolles, was wir noch brauchen könnten. Karosserie-Kits. Ist halt an sich ganz lässig. Schauen wir erstmal lieber, was es so gibt. Ja. Naja, jetzt nicht so wirklich die coolen Dinger.
Das sieht aber schon mal ganz vernünftig aus. Auf jeden Fall. Ach, wisst ihr was, Leute, das machen wir im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.